Das ist das Geräusch von wunderschönem grünem Tee. Willkommen zurück bei Let's Play Dead Space 2. Vorab erstmal eine dicke Entschuldigung meinerseits. Nur bei mir ging es in der letzten Zeit ein bisschen sehr drunter und drüber. Ich hatte ein paar Krankenhausaufenthalte, habe den Arzt besucht und so weiter und so fort. Ging um einen Insektenstich, auf den ich ziemlich krass reagiert habe. So, jetzt bin ich aber wieder da und ich habe schon ganz vergessen, wo wir waren. Ich weiß, dass wir von hier, wir sind hier mit der Monorail gefahren oder was auch immer das für eine Gleisart war. Und ja, wir sind ja hängen geblieben, worüber ich erstmal recht empört und verwundert war. So, wo müssen wir denn? Ich habe wieder die ganze Steuerung vergessen. Okay, wir müssen nach oben. Ich schaue mich hier unten erstmal noch etwas um. Weil vielleicht finden wir hier noch etwas. Etwas, was leuchtet. Und wo Sachen drin sind, die wir nutzen können. Bitte danke. Wie schaut unser Inventar aus? Wir haben noch nicht sehr viel Platz. Das ist natürlich schade. Oh, die leuchtenden Sachen gehen kaputt. Aha. Alles klar. Ich glaube, hier war ich beim letzten Mal schon. Und da war der Energieknoten. Stimmt. Ich muss mich hier erstmal kurz wieder einfinden. Dann geht es hier auch sofort wieder weiter. Ja. Brennt alles schön und gut. Haben wir wahrscheinlich schon alles aufgenommen. Weiter geht's. Unsere Lebenspunkte haben wir auch ziemlich dezimiert dadurch. Böse Viecher. Und weiter geht's im Plot. Komm schon. Was sind das denn für Viecher? Ja. Alles gut und schön. Was war das? Okay, irgendwo da sind schreiende Menschen, schreiende Personen. Schreiende. Bist du tot? Jetzt wäre ich da fast drauf reingefallen. Nee, liebe Leute. Sieht so hässlich aus. Sollten wir zum Chiropraktiker gehen. Ach Gott, so können die doch nicht unter Leute gehen. Das sieht doch. Das sieht doch nicht aus. Okay, links. Rechts geht ein Weg lang. Wo kommt was? Nichts. Fast schon enttäuschend, aber ist ganz gut. Ich muss ja nicht immer kämpfen. Hört ihr die Musik? Werbung. Gleich mal wieder irgendwas kracht. Boom. Huch. Lemmingen. Verschießt jetzt nicht nur Limonen, sondern auch Zitronen. Unglaublich, aber wahr. Zu diesem Mosaikteil. Boah, das nervt ja richtig, das Gedüdel. Ach du Scheiße, kein Kommentar dazu. Hier gibt's nichts Interessantes. Geben Sie noch? Nein.
Wir können... Ich glaube, die verfolgen uns. Nicht. Kommen ihre Erinnerungen wieder? Alle kommen zurück. Die Guten. Und die Schlechten. Ja, aber klar. Je mehr ich mich erinnere, desto mehr Schmerz. Immer wieder sehe ich die Symbole. Sagen wir sie auch, Isaac? Nee, was für Symbole? Odin. Immer wieder sehe ich sein Gesicht. Oh Scheiße, sie haben mich gefunden. Unser Inventar ist voll, das heißt, ich werde wahrscheinlich erstmal wieder darauf hinausgehen, dass ich nicht benötigtes Material verkaufen werde. Sind das Kinder? Ich meine, die sind recht klein. Oh ja, keine Ahnung, was das ist. Toi toi. Für jeden Spaß zu haben. Nehmen wir erstmal wieder die andere Munition. Nee. Ach so, okay, verstehe. Der war noch nicht ganz durchgeladen. Ich habe vorhin von einem Shop geredet, nicht wahr? Shop, Shop, Shoppy Shop. So, jetzt kann ich erstmal wieder was trinken. Und ist noch heiß. Impulsgewehr, ja, schön. Haben wir irgendwas im Safe gelagert? Nein, haben wir nicht. Ah, Impulsgewehr, das Teil ist doch schön, das kennen wir doch noch, ne? Inventar, ich würde das erstmal... Den kennen wir, den bewegen wir... Habe ich den jetzt... Ah, okay, bewegen heißt in den Safe. Schön und gut. Gut und schön. Den Halbleiter kann man verkaufen. Und dann holt man sich vom restlichen Geld das Impulsgewehr. Das wäre für die kleinen Viecher auch gut. Ihr habt da bestimmt nicht vergessen, ne? Ihr kennt es auch. So, dann kann ich dort... Ah! Irgendwie, glaube ich, bewegt er sich gerade so ein bisschen sehr langsam. Unser Isaac. Ja, der wird alt, der wird zerbrechlich, der wird gebrechlich, er wird vielleicht noch brechen, keine Ahnung. Er bricht erstmal die Körperteile von anderen, während sein Gehirn zermartert wird. Vom Marker. Ach, das ist doch toll. In den Poppes. Wie süß. Nicht. Direktor Titan. Hey Dana, so ein Irrer, den ich im Krankenhaus schon gesehen habe, kontaktiert mich ständig. Nolan Scott, er war Patient im gleichen Projekt wie Sie. Ja? Warum war er dort? Was will er? Er ist ein Psychopath, Isaac. Halten Sie sich von ihm fern. Er hat seine Frau und sein Kind getötet. Ich bin vorsichtig. Woher haben die die Informationen? Woher wissen die, dass genau der am Leben ist? Irgendwie mysteriös und... Boah, elektronische Musik. Bevor ich den Textlog öffne, hört euch die wunderschöne Musik an. Also mir gefällt sie. Hört ganz... Ja... Könnte eine Spur härter sein, aber ist ganz okay. Ist ganz okay. So, jetzt lesen. Textlog. Ach nein, wie mache ich das? Falsch, falsch, falsch. Ich mache gerade alles falsch. Elf Log. Datenbank. Das ist das doch, ne? Titan. Teil 2. Haben wir den ersten Teil gelesen? Ich weiß es nicht. Serie, die Geschichte der Raumfahrt. Titanstation, die Eroberung eines Mondes, Teil 2 von 2. Runter, 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 runter. Es wurde eine große Kolonie auf Titan errichtet, um jedes seismische Detail des Mondes zu studieren und ihn auf seine Ausschlachtung vorzubereiten. Im Verlauf der Operation wurden die orbitalen Plattformen, die die Arbeit unterstützten, zu Prototypen für die Abbauschiffe, die bald folgen sollten. Runter, 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 runter.
Titan wurde erfolgreich und nur mit etwas planlicher Verspätung ausgeschlachtet. Für die damals überhöhte Bevölkerung der Erde war dies ein immenser Lichtblick, da sie aufgrund des Rohstoffmangels, ich entschuldige, ihrer bevorstehenden Ausrottung ins Auge zu sehen glaubte. Ich sollte mehr vorlesen, dann passiert mir das nicht so oft. Titans Abernten wurde beendet, kurz bevor der Mond komplett abgebaut war. Und zurück blieb nur das kleine Fragment, auf dem die ursprüngliche Kolonie gegründet worden war. Von hier aus wuchs die Station sprunghaft, während die neue Ära der Planetenausschlachtung eingeläutet wurde. Ich kann das Wort Ausschlachtung nicht mehr lesen. Sie diente in der Folge als wichtiger Forschungsposten und, nach der Einführung der Shockpoint-Antriebe, auch als Wegstation für alle weitergehenden Abbaumissionen. Heute wird sie liebevoll Sprawl genannt, da sie sich in ihrer aktiven Zeit stetig ausgebreitet hat. Wunderschön. Kann man den... Ja, man kann! Ja, ist das nicht schön. Ja, tot den Knuddelbärschis und so weiter. Ich meine, dieser Ort, der sieht eigentlich schon fast zu nett aus. Jetzt haben wir uns wieder so ein bisschen Levitation, das ist doch cool. Habe ich uns etwas runtergebracht, indem wir den Text gelesen haben. Hast du was? Nein, du gehst nur kaputt. Wir müssen dich zerstören. Evakuierungsroute. Ja, wie sie wollen. Ach, da können wir auch Fernsehen gucken. Das ist ja cool. Achtung, hier spricht Direktor Titan. Ein Stationsfahrzeug ist okay. Jetzt vorhin bestimmt schon mal gehört. Und wir müssen da lang. Schön. Find your peace. Ask us how. Mit dem Marker. Aber ich finde diese Handgeste recht interessant, um das so zu symbolisieren. Moment. Das Markersymbol geht hier durch Licht. Es geht jetzt nicht etwa kaputt und da kommt irgendetwas raus. Ne? Weiterer Textlog. Ja, dann lesen wir das jetzt auch direkt mal weiter. Altmans Fußstapfen oder Altmans. Eine Publikation für die Anhänger von Michael Altman. Düpp. Wir, die Kinder des Markers, sind die repressiven, unumwundenen Earth-Go-Angriff. Ich kann nicht mehr lesen. Ja, Leute, das hat damit zu tun, das ist jetzt auch schon 16.11 Uhr. Nee, das stimmt gerade nicht. Wir haben hier gerade tiefste Nacht. Wir haben irgendetwas um 4 Uhr rum, glaube ich. Nochmal von neu. Wir, die Kinder des Markers, sind die repressiven, unumwundenen Earth-Grow-Angriffe auf unser Recht auf Religionsfreiheit endgültig leid. Eingeschränkte Öffnungszeiten der Kirche, Feuerschutzrestriktionen, interessantes Wort, bei der Größe von Erweckungsfeiern. Entschuldigt das Aufstoßen. Literatur darf nicht mehr ohne Genehmigung ausgegeben werden. Das sind doch nur fadenscheinige, verschleierte Versuche, die Wahrheit zu unterdrücken. Unsere Wahrheit. Aber sie werden keinen Erfolg haben. Der blasphemische, kurzsichtige, rücksichtslose, destruktive, haufenweise andere, hoffnungslose Adjektive, die wir versuchen zu untermalen, damit man uns als Opferrolle sieht, Pfad auf dem Earthgrow uns treiben will, ist eine Sackgasse, auf die nur ein ewig langer Satz der Unitology eine Antwort kennt. Altman hat es vorhergesehen und wir sind gesegnet, es ausführen zu dürfen. Seid bereit, meine Brüder und Schwestern. Die Konvergenz ist nah. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. So, hacken. Hacken. So, jetzt haben wir zumindest Zeit. Klick. Klicke die Klack. Wo bist du? Hä? Klick. Klicke die Klack. System neu start. Firewall wurde deaktiviert. Ah, wir sind ein böser Hacker. Wir sind eigentlich gar kein Ingenieur. Wisst ihr, Leute, in dem Spiel hier machen wir so einiges. Außer Ingenieurtätigkeiten. Dana, ich dachte, sie bringen mich zum Wohnbezirk.
Das hier sieht aber nach einem Unitology-Rekrutierungszentrum aus. Bin ich hier richtig? Ja, es gibt einen alten Wartungszugang, der Sie durch das Abfallsystem zu den Cassini Towers bringen wird. Seien Sie aber vorsichtig. Mal ernsthaft, wir machen hier alles andere als Ingenieursarbeit. Ein paar Gegenstände mit der Chinese-Fähigkeit aufzunehmen, irgendwo reinzustecken, das kann jeder. Ich hab was geweckt. Ich hab den Brutkasten geöffnet. Noch ein Textlog? Okay, Leute, das ist jetzt der letzte hier für diesen Part. Machen wir den Dreck auch mal. Leck, so. Und rekrutiert. Hoffentlich ist er nicht so lang. Rekrutiert. Church of Unitology, ja, aber richtig. Titanstation, Rekrutierungsbericht. Perry, französischer Name. Gibon? Ich weiß es nicht. Gibon? Anwärtermitglied. Einzahlungsstatus voll einbezahlt. Runter, runter, runter. Rekrutierungen sind in den letzten Wochen merklich zurückgegangen. Dies liegt sicher an den jüngsten Verleumdungskampagnen von EarthGo, die uns in der Presse als Schwindler und Rebellen hinstellen. Leiter der Churches. Egal. Auf Venus Wayport und dem Helio Observer werden Ende der Woche herkommen, um eine Antwort zu verfassen. Ich finde das etwas komisch, dass die Churches da so in der Mehrzahl schreiben, aber egal. Bereiten Sie zusätzliche Budgets für immer diese englischen Wörter in deutschen Sätzen, das kriege ich nicht auf die Reihe. Bereiten Sie zusätzliche Budgets für Public Relations und Medien vor, um diesem Trend entgegenzuwirken. Außerdem wirken sich die CEC-Entlassungen negativ auf unsere Rekrutierungsziele aus, sodass wir mit einem rollenden R im Jahresvergleich fast 30% Verlust zu verzeichnen haben. Gibux Ende. Bis zum nächsten Mal.